Kapitel 4 Zeugin Gärtner. Frau Gärtner, guten Tag, Christ ist mein Name, ich komme von der Kripo. Darf ich hereinkommen? Ja, Moment. Die ältere Frau entriegelte die Kette und öffnete die Tür. Sie kommen sicher wegen dem Toten oben? Ja, Sie wissen davon. Es spricht sich schnell im Haus herum, wenn so etwas passiert ist. Frau Gärtner ging in die Küche und bot dem Beamten einen Tee an. Er nahm dankend an und setzte sich an den Küchentisch. Sie schenkte ihm Kräutertee aus einer Kanne ein und setzte sich ebenfalls. »Haben Sie in der Nacht etwas Ungewöhnliches bemerkt?« »Ja«, erwiderte die Frau. Ingo Christ war erfreut. Bisher hatte er nur erfahren, dass die Nachbarn, die er befragt hatte, zur fraglichen Zeit geschlafen hatten. »Erzählen Sie«, forderte er die Frau auf. »Ich habe schlecht geschlafen. Es ist Vollmond und da schlafe ich immer schlecht, wissen Sie. Ich hatte etwas gedüst und bin wieder aufgewacht. Ich ging ins Wohnzimmer, um den Fernseher einzuschalten. Plötzlich hörte ich ein Ploppen im Treppenhaus und dann in der Wohnung oben.« »Ein Ploppen?« »Ja, ich kann es nur schwer beschreiben, als wenn jemand leise eine Sektflasche öffnet oder wie wenn jemand mit einem Schalldämpfer schießt.« »Sie kennen sich aber gut aus«, meinte der Assistent anerkennend. »Ich schaue gern Krimis im Fernsehen und dieses Plopp klang ähnlich. Dann hörte ich, wie oben die Dielen knarrten. Am Tag fällt das nicht auf, aber nachts, wenn alles ringsherum schläft, dann hört man den kleinsten Mucks. Ich ging leise zur Wohnungstür und schaute durch den Spion ins Treppenhaus. Dann gab es noch nach einiger Zeit wieder dieses ploppende Geräusch. Da hat bestimmt einer geschossen, Herr Kommissar.« Ingo Christ notierte sich die Aussagen. »Ich bin nur der Assistent des Kommissars. Warum haben Sie nicht die Polizei angerufen?« »Ich habe heute Nacht nicht gewusst, was es war. Erst jetzt, wo ich weiß, dass es einen Toten gegeben hat, denke ich an Schüsse.« »Na gut. Haben Sie durch den Spion noch etwas gesehen?« »Ja, nachdem es dann minutenlang still war und ich gerade wieder ins Schlafzimmer zurück wollte, ging plötzlich das Licht an. Jemand kam die Treppe hoch. Es war Herr Fee aus dem vierten Stock. Der kommt immer spät von den Arbeiten nachts nach Hause. Dann ging das Licht wieder aus und es wurde still. Schließlich habe ich mich wieder hingelegt.« »Danke, das war sehr aufschlussreich«, meinte Ingo Christ. »Wenn wir noch irgendwelche Fragen haben sollten, dann melden wir uns.« »Gern geschehen, Herr Inspektor.« Der Assistent verließ nachdenklich die Wohnung. Die Zeugin konnte nicht wissen, dass es keine Schüsse gegeben hatte, also mussten die Ploppgeräusche eine andere Ursache gehabt haben. Kapitel 5 Freundenbrück. Der Kommissar öffnete die Tür zur Krankenstation. Er hielt einer Krankenschwester seinen Ausweis unter die Nase. »Guten Tag, ich bin Kommissar Stenzel. Ist Frau Brück schon ansprechbar?« »Sie ist wach. Wir haben ihr starke Beruhigungsmittel gegeben. Kommen Sie.« Die Schwester ging voran. Er öffnete die Tür zum Krankenzimmer. Frau Brück stand am Fenster und schaute hinaus. »Frau Brück, Sie sollten noch im Bett bleiben«, sagte die Krankenschwester vorwurfsvoll. Die Angesprochene drehte sich um. Ihre Augen schauten leblos und starr auf die beiden Besucher. »Der Herr ist hier von der Polizei. Meinen Sie, dass Sie ihm einige Fragen beantworten können?« erklärte die Schwester. »Ich fühle mich irgendwie leer, wie eine Höhle ohne Inhalt. Ich werde aber versuchen, Fragen zu beantworten. Ich werde dann wieder gehen. Wenn Sie mich brauchen, klingeln Sie.« Die Schwester verließ den Raum. »Mein Name ist Stenzel. Ich möchte Ihnen zunächst mein Beileid ausdrücken. Ich bin mit der Aufklärung der Ermordung Ihres Mitbewohners beauftragt«, erklärte der Kommissar. »Danke. Wer macht sowas?« fragte Frau Brück. »Noch wissen wir das nicht. Vielleicht können Sie uns helfen, das herauszubekommen.« »Ich habe geschlafen, Herr Stenzel. Und als ich aufwachte, da lag Anton in seinem Blut.« Bettina Brück hielt sich die Hände vor das Gesicht und schluchzte. »Seien Sie froh, dass Sie geschlafen haben, sonst hätte der Täter Sie vielleicht auch ermordet. Wie standen Sie zu Herrn Adams?« »Wir waren Partner. Ohne Trauschein, aber sonst alles wie in einer Ehe.« »Was hat Ihr Partner gearbeitet?« »Ich bin der Hauptverdiener gewesen. Ich arbeite als Sachbearbeiterin in der Kreisverwaltung. Anton war arbeitslos und hatte ab und zu einen Aushilfsjob. Meist bei einer Zeitarbeitsfirma. Mein Gehalt reicht aber für uns beide.« »Wie ist der vorige Abend verlaufen, Frau Brück?« »Ach, wie eigentlich immer. Wir haben Fernsehen geschaut und dann sind wir zu Bett.«
Die Wohnungstür war abgeschlossen. Ja, ja, ich habe immer zugeschlossen. Aber es hat ja nichts genützt. Leider war. Wahrscheinlich ist der Täter mit einem Schlüssel in die Wohnung gelangt. Wer hatte einen Schlüssel zu ihrer Tür? Frau Gärtner unter uns. Und Antons Bruder, für Notfälle, wissen Sie. Können Sie mir die Adresse seines Bruders aufschreiben? Fragte der Kommissar. Er reichte ihr Stift und Zettel. Ja, sicher. Sie notierte die Adresse und gab dem Kommissar den Zettel zurück. Danke. Hatte Ihr Partner Feinde? Ich denke nicht, aber er hat ein schweres Leben gehabt und war in jungen Jahren im Gefängnis, aber er ist danach nie wieder rückfällig geworden. Wie lange ist das hier? 15 Jahre. Man sagt zwar immer, dass man damit seine Strafe verbüßt hat, aber versuchen Sie mal mit einer Vorstrafe Arbeit zu bekommen. Manchmal war er verbittert, aber er war sonst ein liebenswerter Mensch. Kommissar Stenzel klappte sein Notizbuch zu. Wir werden alles versuchen, um den Mörder ausfindig zu machen. Wenn wir noch Fragen haben, dann werde ich mich wieder an Sie wenden. Ich will, dass er so stirbt wie Anton, sagte Bettina verbittert. Ich verstehe Sie, aber wir werden den Gesetzen entsprechend ermitteln, Frau Brück. Ja, natürlich. Ich hoffe, Sie finden den Mörder bald. Das hoffe ich auch, Frau Brück. Auf Wiedersehen. Kommissar Stenzel verließ das Krankenzimmer. Kapitel 6. Zeuge Fee. Ingo Christ hatte im vierten Stock bei Fees geklingelt. Eine Frau öffnete. Guten Tag, Frau Fees, Ihr Mann zu sprechen. Mein Name ist Christ, ich bin von der Kripo. Mein Mann ist gerade aufgestanden, hat bis in die Nacht gearbeitet. Ich weiß, darf ich hereinkommen? Sicher, Herr Christ. Sie führte ihn ins Wohnzimmer und bat ihn, Platz zu nehmen. Moment. Sie ging auf den Flur. Fritz, bist du fertig? Ein Mann von der Polizei ist da, rief sie ins Bad. Polizei? Moment, es kann sich nur noch um Sekunden handeln, rief er zurück. Möchten Sie einen Kaffee, Herr Inspektor? Fragte Frau Fee. Nein, danke, ich hatte gerade eben schon einen Tee bekommen. Was haben Sie in der Nacht gemacht, Frau Fee? Geschlafen, ich gehe immer recht früh zu Bett. Ich muss morgens die Kinder wecken und für die Schule fertig machen, Frühstück und so weiter. Sie wissen ja, mein Mann hat eine Kneipe und kommt entsprechend spät nach Hause. Arbeiten Sie auch in einer Kneipe? Oft am Wochenende, wenn der Laden voll ist. Die Kinder sind dann auch mit und spielen im Hinterzimmer. Oder sie unterhalten sich mit den Gästen. Sie unterhalten sich mit den Gästen? Fragte Ingo Christ nach. Ja, ja, es kommen Gäste aus allen Schichten der Bevölkerung. Die Kinder lernen so eine ganze Menge. Ich glaube manchmal, das ist lehrreicher als jeder Schulbesuch. Und die Kinder bleiben dann bis spät in die Nacht in der Kneipe? Staunte der Inspektor. Nein, zumindest nicht im Schankraum. Wir haben das Hinterzimmer mit Fernsehen und Bett eingerichtet. Die Kinder sehen das als ihr zweites Zimmer an. Abends schauen sie dann fern, dann schlafen sie. Und wenn wir die Kneipe nachts zumachen, dann wecken wir sie, gehen nach Hause und dann wird weiter geschlafen. Fritz Fee stand in der Wohnzimmertür. Es ist alles vom Gewerbeaufsichtsamt genehmigt, sagte er. Es ist zwar alles grenzwertig, wie der Beamte sagte, aber da man von dem Zimmer auch nach draußen auf die Straße kann, ohne durch den Schankraum zu müssen, haben Sie nichts dagegen. Weswegen sind Sie hier? Wissen Sie es noch nicht? Fragte Ingo Christ. Nein, ich habe bis eben geschlafen. Was ist passiert? Im Stock unter uns haben Sie jemanden umgebracht, Herrn Adams, erklärte seine Frau. Oh, wann ist das passiert, diese Nacht? Ja, etwa zu der Zeit, als Sie nach Hause kamen, Herr Fee, erläuterte der Inspektor. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Haben Sie verdächtige Leute bemerkt? Es war wie immer. Ich bin von der Kneipe gekommen. Sie ist zwei Straßenecken weiter. Ich habe die Haustür aufgeschlossen. Die Haustür war abgeschlossen? Fragte Ingo Christ nach. Nein, nein, aber ich muss ja von außen aufschließen, wenn sie ins Schloss gefallen ist. Ja, sicher. Ich habe dann das Licht angemacht und bin hoch zur Wohnung. Ich habe die Wohnungstür aufgeschlossen, bin ins Bad, habe mich gewaschen, den Schlafanzug angezogen. Dann habe ich ins Zimmer der Kinder geschaut. Sie schliefen, dann bin ich ins Schlafzimmer und habe mich hingelegt. Alles war wie immer. Der Assistent kratzte sich im Kopf. Der Mörder muss die Wohnung verlassen haben, nachdem sie aus dem Treppenhaus verschwunden waren. Haben Sie auf der Straße irgendetwas bemerkt? Fritz Fee überlegte. Ich sagte ja schon, es war wie immer. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Nun dann, wir werden im Laufe der Ermittlungen sicher noch ein paar Fragen haben. Ich werde dann nochmal vorbeikommen oder mein Chef kommt vorbei. Es ist jedes kleine Detail wichtig. Auf Wiedersehen.
Er stand auf. Fritz Fee brachte ihn zur Wohnungstür und verabschiedete ihn. Dann ging er zu seiner Frau ins Wohnzimmer. Sie hatte eine Träne im Auge. »Was ist, Liebling?« fragte er. »Nicht auszudenken, du wärest dem Mörder im Treppenhaus begegnet.« »Ja, da habe ich wohl Glück gehabt.« Er wirkte nachdenklich.